Tagesordnungspunkt 44. Antrag der Fraktion der FDP betreffend Aktuelle Stunde Maghreb-Staaten endlich zu sicheren Herkunftsländern erklären. Regierung Bouffier muss schwarz-grüne Hinhaltetaktik beenden. Das ist 19/44/35. Nach dieser Aktuellen Stunde werden wir die beiden dringlichen Anträge abstimmen. Es beginnt der Kollege Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Debatte um die Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten, um die Maghreb-Staaten, läuft jetzt bereits seit ungefähr einem Jahr, seit Beginn des Jahres 2016. Seit Februar 2016 befasst sich der Bundesrat mehr oder weniger regelmäßig mit dem entsprechenden Gesetzentwurf. Bereits am 13. Mai 2016 hat der Bundestag mit der überwältigenden Mehrheit von CDU und SPD beschlossen, dass die Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten erfolgen soll. Seit dem 27. Mai 2016 liegt dies nun dem Bundesrat zur Beratung und Entscheidung vor. Währenddessen, und das ist der zweite Tatbestand, ist die Zahl der in Deutschland aufenthaltigen Ausreisepflichtigen aus den Maghreb-Staaten im Jahr 2016 immer weiter gestiegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Menschen aus den Maghreb-Staaten, die uns hauptsächlich die negativen Bilder der Silvesternacht in Köln beschert haben, zeichnen sich durch eine hohe Kriminalitätsquote einerseits und durch eine extrem niedrige Anerkennungsquote andererseits aus. Man redet von 0,7 bis 1% Anerkennungsquote. Das ist so gut wie nichts. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, es gibt andere Menschen, die unsere Solidarität brauchen. Wenn ich etwa an die Flüchtlinge aus Syrien denke, mit einer Anerkennungsquote von 96%, aus dem Irak mit 86% oder aus Eritrea mit 88%. Meine Damen und Herren, diese Menschen brauchen unsere Hilfe, und deswegen brauchen wir die Erweiterung des Kreises der sicheren Herkunftsstaaten. Ich glaube weiter, meine sehr verehrten Damen und Herren, da war ich mir auch einig mit CDU und SPD, jedenfalls was die Bundesabparteien angeht, dass mit dem Modell der sicheren Herkunftsländer klargemacht werden kann, wir schaffen nicht das Asylrecht ab, aber wir sorgen dafür, dass nur die anerkannt werden und hier bleiben dürfen, die auch wirklich asylberechtigt sind. Die Frage von individueller Verfolgung, ob religiös, politisch, sexuell oder aus welchen Gründen, wird von diesem Konzept nicht kaputt gemacht. Das will ich ausdrücklich sagen. Es gibt weiterhin den Asylanspruch, nur wird die Beweislast ein wenig verschoben. Das ist das entscheidende Thema. Aber nun kommen wir zu dem Thema, worum es hier in unserem Parlament heute vor allem gehen muss. Das ist das Thema der Lähmung des Landes Hessen durch Ihren Koalitionsstreit, meine Damen und Herren von der CDU und von den GRÜNEN. Das ist der entscheidende Punkt. Ich will das nur exemplarisch zeigen. Wir können es ja eigentlich jede Woche irgendwo verfolgen, ob in der Hessenschau oder in Zeitungsinterviews. Volker Bouffier erklärt, wir brauchen den Kreis der Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten. Michael Boddenberg macht das dann auch, nachdem Kollege Wagner, der jetzt leider nicht da ist, für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN in der Hessenschau erklärt, das, was die CDU will, geht auf keinen Fall. Das machen wir nicht mit. Dann kommt Herr Boddenberg, macht ein FAZ-Interview, in dem er wieder klarstellt, das muss anders sein. Wo bleibt denn die Positionierung des Landes Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Das ist doch die entscheidende Frage. Lieber Herr Kollege Boddenberg, da helfen auch Zurechtweisungen in Zeitungsinterviews nichts. Was Sie machen müssen, ist hier einmal Farbe bekennen und dafür sorgen, auch bei dieser Frage wie bei anderen Fragen, Thema Abschiebung, bekommen wir heute Nachmittag. Da wird es dann ja auch noch interessant. Meine Damen und Herren, es wird halt immer deutlicher, diese Koalition hat keine gemeinsamen Überzeugungen. Einziger Zweck dieser Koalition ist es, gemeinsam zu regieren und gemeinsam Macht auszuüben. Meine Damen und Herren, und da sollten Sie einmal drüber nachdenken. Das tut vielleicht den beteiligten Parteien gut. Offenkundig, wenn man sich die Umfragen anschaut, den GRÜNEN mehr als der CDU, die ihren Markenkern verliert. Aber eines steht fest, den Menschen in unserem Land, in Hessen, tut das nicht gut. Und deshalb fordere ich Sie auf, hören Sie mit Ihrer puren Machtpolitik auf und handeln Sie im Interesse der Menschen in Hessen. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Sie haben heute Gelegenheit dazu. Ich will zum Schluss noch kurz etwas sagen zu
zu dem jetzt vorgelegten, eigentlich vorhersehbaren Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen. Ich finde es ja schon ein bisschen peinlich. Da steht dann, will ich Ihnen gern erklären, lieber Kollege Bellino, da steht unter Ziffer 3, der Landtag stellt fest, dass ein so sensibles Thema wie die Einstufung sicherer Herkunftsstaaten umfassend und verantwortungsbewusst erörtert und geprüft werden muss. Herr Kollege Boddenberg, Vorsicht! Soll das heißen, schade, dass der Ministerpräsident nicht da ist, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Union, für den muss das besonders spannend sein, soll das heißen, dass die CDU im Bundestag, die diesen Gesetzentwurf zur Erweiterung bereits im vergangenen Mai beschlossen hat, nicht umfassend erörtert und geprüft hat? Oder was? Soll das heißen, Herr Kollege Boddenberg. Herr Kollege Gradisch, durchstimmen Sie den Satz noch sagen, bitte sehr. Herr Kollege Boddenberg, wollen Sie sich wirklich von Ihrem Koalitionspartner dazu zwingen lassen, durch Beschluss des Hessischen Landtags festzustellen, dass die CDU in Berlin unüberlegt und vorschnell die Einstufung zu sicheren Herkunftsländern vorgenommen hat? Meine Damen und Herren, wo bleibt das Selbstbewusstsein Ihrer Partei? Zeigen Sie klare Kante. Sie haben nachher Gelegenheit dazu. Ich beantrage namentliche Abstimmung für unseren Antrag, und dann können Sie sich erklären. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat die Frau Abg. Astrid Wallmann, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In Deutschland halten sich derzeit rund 21.000 Algerier, 76.000 Marokkaner und 33.000 Tunesier auf. Ganz überwiegend, das zeigen auch die Asylanträge, fliehen diese Menschen nicht vor politischer Verfolgung, sondern in der Regel mit dem Wunsch, hier in Deutschland ein besseres Leben führen zu können. Und Bundesinnenminister de Maizière hat ganz richtig gesagt, das Asylrecht ist nicht das richtige Instrument, um die vielen wirtschaftlichen und sozialen Probleme in den Herkunftsländern aufzufangen. Asylrecht ist kein Einwanderungsrecht. Wir müssen daher dafür sorgen, dass der Zuzug, der unter Berufung auf vermeintliche Asylgründe in unser Land geschieht, umkehrbar bleibt. Und gerade wenn eben erkennbar, und das zeigen die Zahlen, keine Perspektive auf Asyl, Anerkennung als Flüchtling oder auf subsidiären Schutz bestehen, müssen wir deshalb zu beschleunigten Verfahren kommen. Und schnelle Verfahren, das muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen, bis zur Asylentscheidung sind keine Gewähr dafür, dass dann auch die Rückkehr sofort erfolgt. Aber sie sind natürlich ein Grundstein. Und das in unserem Grundgesetz verankerte, vorgesehene Konzept der sicheren Herkunftsstaaten ist ein solches Mittel zur Beschleunigung. Und ich möchte nicht, dass der 1993 mühsam erreichte Asylkompromiss heute grundsätzlich infrage gestellt wird. Deswegen stehe ich sehr klar zu dem Konzept der sicheren Herkunftsstaaten, und es steht für mich persönlich auch nicht zur Disposition. Herr Kollege Greilich hat die Zahlen eben auch schon einmal benannt. Ich möchte das aber auch noch einmal kurz erläutern. Die Asylanträge aus den drei Maghreb-Staaten haben in der Regel keine Aussicht auf Erfolg. Es ist so, dass im Jahr 2015 von den 2.600 Asylanträgen aus diesen Ländern nur 41 positiv beschieden wurden. Das bedeutet eine Anerkennungsquote von Algerien von 0,98 %, also unter 1 %, bei Marokko von 2,29 % und bei Tunesien sogar bei 0 %. Und was bedeutet denn die Einstufung der sicheren Herkunftsstaaten? Es bedeutet die Beschleunigung der Verfahren, dass sie schneller bearbeitet werden können und dass die Menschen dann eben auch schneller in ihr Heimatland zurückgeführt werden können. Und ein unberechtigter Aufenthalt, und das ist er natürlich auch, nach unserer Gesetzeslage damit auch beendet werden kann. Die Ausreisefrist wird auf eine Woche verkürzt. Die Klage ist innerhalb einer Woche zu erheben, und auch die Verwaltungsgerichte müssen dann innerhalb von einer Woche über die Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz entscheiden. Außerdem, das ist, finde ich, auch noch einmal ein wichtiger Punkt, der Sozialleistungsbezug würde damit natürlich dann auch erheblich verkürzt werden und damit auch ein möglicherweise falscher gesetzter Anreiz deutlich reduziert. Ich will das sehr deutlich sagen, weil Herr Kollege Greilich das eben, wie ich finde, auch sehr richtig ausgeführt hat, weil wir das bei der Debatte hier immer wieder hören. Ich sage auch schon voraus, Sie werden wahrscheinlich in Ihrer Rede gleich die Formulierung Aushöhlung des Asylrechts vortragen. Das kennen wir von den LINKEN. Das ist aber grundfalsch, was Sie hier immer vortragen.
Das ist grundfalsch. Deswegen danke ich Herrn Greilich, dass er das hier eben auch noch einmal richtiggestellt hat. Das haben wir übrigens in der letzten Debatte ja auch getan. Es ist natürlich nicht so, dass dann jemand, der einen Schutzgrund vorträgt, keine Anerkennung auf Asyl mehr erhalten kann. Nein, das ist nicht so. Und die Länder, die bereits sichere Herkunftsstaaten sind, in diesen Ländern werden natürlich auch Schutzquoten erteilt und Menschen selbstverständlich, wenn sie entsprechende Gründe vortragen, auch anerkannt. Und die Bundesregierung ist eben nach sorgfältiger Prüfung der Verhältnisse in den drei nordafrikanischen Ländern zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bedingungen, die wir an einen sicheren Herkunftsstaat stellen, erfüllen. Und wir als CDU, halten die Einstufung von sicheren Herkunftsstaaten für richtig. Und dafür setzen wir uns auch ein. Und jetzt, Herr Greilich, das kann ich Ihnen natürlich nicht ersparen, würde mich mal interessieren, ob Ihre Bemühungen, also Sie haben das eben hier alles vorgetragen, ob Ihre Bemühungen denn sich auch Richtung Rheinland-Pfalz richten. Denn da sind Sie ja beteiligt an der Landesregierung. Sie haben also, wie Sie das eben so schön gesagt haben, dort Ihre Machtoptionen genutzt. Und da würde mich doch jetzt interessieren, was Sie in Rheinland-Pfalz tun, also Sie sind ja Kollegen, ist ja sicherlich ein enger Kontakt, was Sie denn in Richtung Rheinland-Pfalz tun, was damit die FDP die dortige Landesregierung beeinflusst. Okay. Genau. Also, Herr Greilich, das war ja sehr entlarven. Wir arbeiten dran. Also, die Debatte ist ja in Rheinland-Pfalz die Woche auch gelaufen. Die Ergebnisse sind eigentlich, glaube ich, auch relativ klar. Aber ich glaube, anstatt Wiederholungsanträge hier im Hessischen Landtag zu stellen, wäre es, glaube ich, sinnvoll, sich noch einmal Richtung Rheinland-Pfalz zu bemühen. Frau Kollegin Wallmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich weiß, ja. Die Koalition, und das ist mir jetzt noch einmal wichtig, zum Schluss zu sagen, die Koalition in Hessen steht eng beieinander. Das mag Ihnen nicht passen. Das mag Ihnen nicht passen. Aber da können Sie Anträge stellen, so viel Sie wollen. Das wird sich auch nicht ändern. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ja, seht zu, sonst mache ich Schluss. Bitte sehr, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja. So, Herr Präsident, meine Damen und Herren! 2014 und 2015 hatten CDU und SPD mit Unterstützung der GRÜNEN die sechs Balkanstaaten Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Serbien, Montenegro, Albanien und Kosovo zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Heute fordert die FDP die Liste der angeblich sicheren Herkunftsstaaten auf die Maghreb-Staaten Marokko, Algerien und Tunesien auszudehnen. Und dass Hessen, und das stand da drin, endlich im Bundesrat dafür eintritt. Die Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsländer, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als die Teilung des Asylrechts in ein Zweiklassenasylrecht, und das lehnen wir ab. Wir sagen ganz klar Nein zu weiteren Aushöhlungen des Flüchtlingsschutzes. Schutzsuchende aus einem angeblich sicheren Herkunftsland bekommen asylrechtlichen Schutz, nämlich nur noch in rudimentärem Umfang. Aus der Sicht hiesiger Behörden stellen sie einen unbegründeten Asylantrag, und zwar alle. Und sie werden in Sonderlagern untergebracht, unterliegen einer verschärften Residenzpflicht und sind vor allen möglichen Integrationsmaßnahmen ausgeschlossen, die von Anfang an nötig wären. Meine Damen und Herren, das Recht auf ein faires Asylverfahren, der Anspruch auf eine individuelle Beurteilung muss weiterhin im vollen Umfang bestehen. Wir wollen einen effektiven Flüchtlingsschutz und lehnen diskriminierende Sonderbehandlungen ab. Und es ist doch jetzt schon klar, dass mit der Deklarierung der Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht sein wird. Die CDU will ja jetzt sogar schon den Folterstaat Gambia zum sicheren Herkunftsland erklären.
Und wenn es so weit ist, befürchte ich leider, dass sich BÜNDNIS 90 die GRÜNEN noch weiter von der Idee eines effektiven Flüchtlingsschutzes verabschieden werden. Wenn Wilfried Kretschmann von der kriminellen Energie junger Menschen nordafrikanischer Herkunft fabuliert, ich meine, beim Herrn Greilich kann ich das noch verstehen, aber bei den GRÜNEN, dass er seine Unterstützung für die weitere Asylrechtsdemontage rechtfertigt, dann ist das nicht nur traurig, das ist alarmierend. Denn das ist nichts als rassistischer Unfug. Und die GRÜNEN hier in diesem Haus sollten sich ernsthaft fragen, ob sie sich wirklich weiter in diesem Fahrwasser bewegen wollen. Meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat der Möglichkeit, Staaten pauschal als sicher zu deklarieren, enge Grenzen gesetzt. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts darf das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten schon dann nicht in Anwendung kommen, wenn ein Staat überhaupt zu politischer Verfolgung greift, sei diese auch nur auf wenige Personengruppen begrenzt. Tut er dies, so das Verfassungsgericht, ist auch die übrige Bevölkerung nicht mehr vor Verfolgung geschützt. Meine Damen und Herren, genau das trifft auf die Maghreb-Staaten zu. In allen drei Maghreb-Staaten bestehen keine ausreichenden rechtsstaatlichen Standards. Sicherheitskräfte foltern und misshandeln, um Geständnisse zu erzwingen. Gesetzlich garantierte Rechte werden nicht gewährt. Regierungskritiker und Journalisten laufen stets Gefahr, von staatlichen Stellen inhaftiert zu werden. Sie können nicht hier die Pressefreiheit fordern und woanders einfach ignorieren, dass es sie nicht gibt. Das Versammlungsrecht und das Recht, sich zu organisieren, sind eingeschränkt. Frauen, die Rechte wahrnehmen, wenn sie sich z.B. von ihrem Ehemann trennen, werden staatlicherseits nicht geschützt. Sexuelle Übergriffe werden oft nicht geahndet. Ich nenne nur Vergewaltigung oder Verheiratung Minderjähriger. Auch Homosexuelle werden systematisch verfolgt. Meine Damen und Herren, alle Fakten sprechen dagegen, Marokko, Algerien, Tunesien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Wer diese Länder als sicher einstuft, ermutigt auch ihre Regierungen, weiterhin diese Menschenrechtsverletzungen zu praktizieren. Die Landesregierung darf, wie sie es im Fall von Abschiebungen nach Afghanistan tut, hier nicht die Augen vor den Realitäten verschließen. Wer sich Humanität auf die Fahnen schreibt, muss Farbe bekennen und dem Bundesrat gegen den weiteren Abbau des Flüchtlingsschutzes stimmen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Ihre Äußerung, Ausdruck rassistischer Unfug, das muss ich rügen. So, das ist gerügt, das ist erledigt. Dann hat jetzt das Wort der Kollege Bocklet, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, Ihr Antrag ist der erneute Versuch, auf kleinsten politischen Karo einen Erfolg zu erzielen, indem Sie ein sehr, wie ich finde, ein sehr sensibles Thema versuchen zu politisieren und auf kleinsten politischen Karo daraus Profit zu schlagen. Ich kann Ihnen nur sagen, das wird Ihnen nicht gelingen in dieser Frage. Zwei Vorbemerkungen, und ich knüpfe an bei der Kollegin Frau Wallmann. Wir haben tatsächlich eine Koalition, die sehr gut arbeitet. Wir haben einen sehr reifen, erwachsenen Umgang. Und zu diesem reifen, erwachsenen Umgang gehört auch, dass man in bestimmten Feldern auch politische unterschiedliche Auffassungen hat, Frau Kollegin Wallmann. Da werden Sie mir recht geben. Wir haben in bestimmten Punkten in dieser Koalition unterschiedliche Auffassungen. Und was wir klug machen miteinander, Herr Boddenberg, wir tauschen diese Positionen miteinander aus. Und dazu gibt es auch ein Verfahren, das dürfte der FDP nicht unbekannt sein. Wenn es in einer Landesregierung unterschiedliche Auffassungen gibt, dann kommt es im Bundesrat zu einer Enthaltung. Auch das ist schon jahrzehntelange altes Verfahren. Auch das ist nicht neu. Das kann die FDP wissen. Und eine dritte Vorbemerkung. Die Bundesregierung hat im März 2016 einen Gesetzentwurf eingebracht. Daraufhin hat der Bundesrat eine Stellungnahme abgegeben.
aus dem klar erkennbar wurde, dass es für dieses Gesetzesvorhaben der Bundesregierung keine Mehrheit gibt. Weitere Gespräche haben seitdem nicht stattgefunden. Wir haben als GRÜNE von Anfang an gesagt, um welches Problem handelt es sich, worum geht es überhaupt und wie kann man das Problem lösen. Wir waren von Anfang an gesprächsbereit, wie das schon in vielen anderen Fällen schon einmal war. Wir hatten auch einmal die Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten abgelehnt. Und im Bereich des Westbalkans haben wir ihn mitgetragen, weil ein Paket dahinter stand. Sie sehen, es ist keine grundsätzliche Frage. Was eine grundsätzliche Frage ist, dazwischen gibt es auch keinerlei Wackeln. Jeder Mensch, der in Deutschland einen Asylantrag stellt, wird darauf individuell das Recht haben, dass man ihn prüft, egal aus welchem Land er kommt. Dieses Recht ist und bleibt unangetastet. Auch die Menschen aus Algerien, Tunesien, Marokko haben ein Anrecht darauf, dass ihr Asylantrag geprüft wird. Das wird auch in Zukunft so bleiben, nur damit wir das auch einmal klar festgestellt haben. Wenn man aber weiß, dass die Menschen, die aus dem Maghreb kommen, bei einer Anerkennungsquote liegen zwischen 1 und 3%, kann man sich in der Tat darüber Gedanken machen, warum eigentlich die Verfahren so lange dauern, wie sie damals 2016 gedauert haben. Das ist eine richtige Fragestellung. Die Bundespartei der GRÜNEN hat genau wie wir im Land gesagt, wir wollen ein Verfahren fast and fair, schnell aber fair. Das heißt, wir wollen, dass die Menschen, die aus dem Maghreb kommen, ein faires Verfahren bekommen, aber dass es schnell geht. Auch das ist mittlerweile umgesetzt. Wie Sie wissen, behandelt das BAMF und unter verschiedenen Clustern, das Cluster B in dem Fall, werden Menschen aus dem Maghreb in den ersten 48 Stunden ihren Antrag stellen können, und sie erhalten dann auch eine erste Entscheidung, gegen die sie einen Widerspruch einlegen können, und dann, indem es dann auch eine Prüfung der Abschiebeverbote gibt. Aus unserer Sicht hat das zwei Seiten gemacht. Zum einen ist die Zunahme der Schutzsuchenden von mehreren Tausend vor anderthalb Jahren auf wenige Hundert herabgesunken. Das Thema ist also längst nicht mehr so evident, erstens. Zweitens, die Asylverfahren werden beschleunigt und schnell gemacht. Und jetzt bleibt noch ein drittes Problem übrig, nämlich das, was macht man denn mit den Abgelehnten? Und da gibt es nur eine Alternative, die heißt nämlich Rückführungsabkommen abschließen, und zwar solche, die auch taugen. Also wenn man Menschen zurückführen will, und wir sind der Meinung, dass jeder, der politisch verfolgt ist oder vor Krieg und Terror flieht, hier Schutz bekommt, und die Menschen, die nicht diesen Schutz gewährt bekommen, dass sie zurückgeführt werden, diese Position teilen wir, dann muss man aber auch dafür Sorge tragen, dass es gelingt, diese Menschen in ihre Heimatländer zurückzubringen. Und das ist Aufgabe der Bundesregierung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen möchte ich noch einmal betonen, wir fragen uns, was ist das Problem? Das Problem ist, dass wir viele Menschen haben, über rund 98%, deren Schutzgesuch abgelehnt wird. Wenn das schnell bearbeitet wird, wenn diese Information klar über die Theke gereicht wird, dann ist das ein Problem abgearbeitet. Wenn das zweite endlich angegangen würde, dass die Bundesregierung mit den jeweiligen Ländern auch Rückführungsabkommen abschließt, sodass das auch für die Menschen geschafft wird, dass sie zurückkommen, dann finde ich, haben wir eine Menge Probleme gelöst. Dann braucht man eine symbolische Handlung, die praktisch nichts löst. Eine symbolische Handlung, da haben wir nämlich unterschiedliche Auffassungen. Reine Ausweitung der Herkunftsstaaten als sicher zu bezeichnen, damit haben Sie kein einziges Problem gelöst. Im Übrigen haben Sie aber auch keins wesentlich verschlimmert. Es wird kein Asylrecht abgeschafft. Das können Sie noch so oft erzählen, wie Sie wollen. Jeder Mensch hat nach wie vor das Recht auf Asyl und Schutz. Nur weil Sie es dauernd behaupten, wird es nicht wahrer. Aber andererseits, es nutzt wenig, es bringt wenig, und es ist eine symbolische Handlung. Was wir wollen, ist, dass man Probleme tatsächlich angeht, dass man Lösungsvorschläge. Herr Kollege Bocklet, Sie müssen zum Schluss kommen, bitte. Dass man diese Lösungsvorschläge auf den Tisch legt, miteinander ernsthaft verhandelt. Wir GRÜNE sind darüber gesprächsbereit. Bisher gab es keine weiteren Gespräche. Ich finde, es ist wenig Aufregung. Und zu allerletzt ist es ein Thema, wo die FDP sich aufmockern kann darüber, dass hier Uneinigkeit herrscht. Das sind unterschiedliche erwachsene Auffassungen, die man aufgrund ehrlich auch diskutieren muss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat der Abg. Ernst-Ewald Roth, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe gestern, als ich mich auf die Aktuelle Stunde der FDP vorbereitet habe, mal in das Netz hineingeschaut und nachgesehen, was der Landtag zu diesem Thema bereithält. Dabei ist mir aufgefallen, da gab es die beiden Anträge, die jetzt auf dem Tisch liegen, noch nicht.
dass wir in dieser Legislaturperiode 308 parlamentarische Initiativen haben in Flüchtlingsfragen. Ich frage mich, ob wir beide Anträge, und wenn ich gehört habe, was die Kolleginnen und Kollegen allesamt gesagt haben, heute tatsächlich gebraucht hätten. Denn an das Datum erinnere ich mich sehr wohl. Das war der 4. Februar. Der 4. Februar des vergangenen Jahres hat mein Fraktionsvorsitzender zu diesem Thema, andere auch, aber er für uns zu diesem Thema gesprochen. Und wenn es sonst schon keiner tut, tue ich es. Ich darf ihn zitieren. Die Ausweitung des Konzepts der sicheren Herkunftsstaaten auf die Maghreb-Staaten ist umstritten, auch in meiner eigenen Partei. Und dann fügt er hinzu, um ein wichtiges Missverständnis auszuräumen, will ich es am Anfang gleich sagen, die Einstufung von sicheren Herkunftsstaaten führt ausdrücklich nicht zur Aussetzung des Artikel 16a und des individuellen Rechtsanspruchs. Kolleginnen und Kollegen, damit ist die Gesamtthematik, um die es geht, eigentlich beschrieben. Was uns dann beschäftigt, wo der Bundestag sich zu verhalten hat, ich habe die Einschränkung gemacht, am Ende ist es ein Kompromiss. Und bei Kompromissen ist es immer so, dass die, die mit einer festen Position da reingehen, und die anderen, die mit einer festen Position da reingehen, man am Ende so nicht wieder rauskommt. Und ich glaube, dass das, was in dieser Frage vorgelegt ist, und wir reden hier nur über Maghreb, wir reden nicht über Westbalkan, wir reden nicht über Afghanistan, was der Bundesinnenminister im Kopf hatte oder im Kopf hat. Wir reden nur über Maghreb. Und da, glaube ich, ist der vorgelegte Entwurf, zu dem man sich verhalten muss, ein solcher Kompromiss. Ich will allerdings auch nicht verhehlen, dass es zwingend notwendig ist, auch die Stichworte sind eben gefallen, dass es im Zusammenhang mit den sicheren Herkunftsstaaten umso notwendiger wird, über Einwanderungsgesetz und Zuwanderung viel deutlicher zu reden, als wir das bisher tun. Und ein vierter und für mich letzter Punkt, auch darauf ist bereits hingewiesen, Rückführungsabkommen. Es ist klar eben gesagt worden, sowohl von der CDU wie von den GRÜNEN, wo die Verantwortung liegt. Es wurde gesagt bei der Bundesregierung, das stimmt. Aber zuständig für die Frage ist der Bundesinnenminister und das Bundeskanzleramt, damit es zu den entsprechenden. Ja, aber in den Rückführungsabkommen sind genau die beiden diejenigen, die es auch angekündigt haben, dass sie in den Maghreb-Staaten darüber verhandeln werden. Und deshalb ist es zwingend notwendig, dass von dort die Vorgabe kommt, die wir in der Frage zwingend brauchen. Und dann, glaube ich, wird es auch der Koalition in Hessen leichter fallen, endlich zur Entscheidung zu kommen. Vielen Dank, Kollege Ernst-Ewald Roth. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei der Frage der Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer hat die hessische Landesregierung durchaus noch Diskussionsbedarf. Ich greife da ein Wort auf, was der Kollege Greilich gerade eben dazwischen gerufen hat. Das gilt uneingeschränkt auch für die hessische Landesregierung. Wir arbeiten daran.
vielen Dank, Herr Minister. Das war die letzte Wortmeldung zu diesem Punkt. Wir kämen zu den Abstimmungen. Zunächst in namentlicher Abstimmung der Dringliche Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 19-4456. Wer fängt an, Ismail? Ja. Ulrike Alex. Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir. Entschuldigt. Dr. Walter Arnold. Lena Arnold. Sabine Bächle-Scholz. Jürgen Banzer. Dr. Ralf Norbert Bartelt. Elke Barth. Nein, war das? Alexander Bauer. Nicola Beer. Holger Bellino. Peter Beuth. Markus Bocklet. Michael Boddenberg. Volker Bouffier. Ulrich Kasper. Wolfgang Decker. Christoph Degen. Corrado Di Benedetto. Klaus Dietz. Angela Dorn. Tobias Eckert. Sigrid Erfurt. Nancy Faeser. Gabriele Faulhaber. Martina Feldmeier. Uwe Frankenberger. Dieter Franz. Jürgen Frömmrich. Nein. Kerstin Geis. Lise Gnadl. Eva Goldbach. Nein. Wolfgang Greilich. Ja. Timon Gremmels. Enthaltung. Stefan Grüger. Enthaltung. Gernot Grumbach. Enthaltung. Stefan Grüttner. Heike Habermann, Dr. Jörg-Uwe Hahn, Ursula Hamann, Karin Hartmann, Christian Heinz, Heike Hoffmann, Andreas Hofmeister, Brigitte Hofmeier, Rüdiger Holschuh. Hartmut Tonka. Hans-Jürgen Irmer. Norbert Kartmann. Heiko Kasseckert. Frank-Peter Kaufmann. Irmgard Klaff-Isselmann. Horst Klee. Hugo Klein. Kai Klose. Eva Kühn-Hörmann, Gerald Kummer, Dirk Landau, Judith Lannert, Jürgen Lenders, Angelika Löber, Frank Lorz, Heinz Lotz, Daniel May. Gerhard Merz, Markus Meissner, Klaus-Peter Müller, Karin Müller, Regine Müller, Petra Müller-Klepper, Willi von Oyn, Handan Özgüven, Mürvet Öztürk, Manfred Penz, Lucia Puttrich, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, nein. Clemens Reif, nein. Florian Rentsch, ja. Michael Reul, nein. Boris Rhein, nein. René Rock, ja. Ernst Ewald Roth, Günther Rudolph,
Dr. Thomas Schäfer entschuldigt, Thorsten Schäfer-Gümbel, Hermann Schaus, Norbert Schmidt, Mariana Schott, Armin Schwarz, Uwe Serke, Michael Siebel, Dr. Daniela Sommer, Enthaltung, Peter Stephan, Ismail Tippi, nein. Tobias Utter, nein. Joachim Feichelmann, nein. Matthias Wagner, nein. Astrid Wallmann, nein. Thorsten Warnecke. Sabine Waschke, nein. Marius Weiß, nein. War das nein? Enthaltung? Nein. Warte mal, was war das nochmal? Marius? Marius Weiß, ich höre nicht, Enthaltung. Kurt Wiegel, nein. Bettina Wiesmann, nein. Dr. Ulrich Wilken, nein. Axel Wintermeyer, nein. Janine Wissler, nein. Karin Wolf, nein. Andrea Ypsilanti, nein. Turgut Yüksel. So, meine Damen und Herren, ich frage, ob noch jemand abstimmen möchte. Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich noch einmal, wenn namentliche Abstimmungen sind, dass man wirklich laut und deutlich sein Votum bekannt gibt. Es ist manchmal hier nicht zu verstehen, das Gebrummel von da oder von dort. Und deshalb ist meine herzliche Bitte, nein, das ist nicht nur bei mir, auch die beiden Schriftführer müssen das ja mitverstehen, dass man das laut und deutlich macht. Dann schließe ich die Abstimmung und dann zählen wir aus. Und dann sehen wir weiter. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis der Abstimmung bekannt. Es haben sich 105 Kolleginnen und Kollegen beteiligt. Mit Ja stimmten 5, mit Nein 66, mit Enthaltung 34. Damit ist der Dringliche Antrag der FDP-Fraktion in namentlicher Abstimmung abgelehnt. Dann rufe ich auf den Punkt 58, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 19-4457. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? FDP und Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Die SPD. Dann ist dieser Antrag
mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen FDP und LINKE bei Enthaltung der SPD beschlossen.